Der Auftakt der ETRC-Saison 2020 findet statt in Most in Tschechien. Wahrzeichen der Industriestadt in Nordböhmen ist die Burg Nevin. Der Braunkohletagebau immer noch Motor der Wirtschaft hier. Leichtindustrie und Dienstleistungen, weitere Konjunkturzweige in der Stadt, die weit über die Stadtgrenze hinaus, aber vor allem durch seine Rennstrecke bekannt ist. Der Kurs traditionell im Kalender der ETRC, vor Saisonstart immer Hotspot für Testfahrten der Giganten der Rennstrecke. Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie findet in diesem Jahr hier das erste Aufeinandertreffen der Truck Racing Teams in einem Wettbewerb statt, der FIA Europameisterschaft. Ich hätte nie für möglich gehalten, einmal die ETRC-Saison hier in Most zu beginnen. Das ist traumhaft, weil wir sind ja Tschechen. Aber es ist derzeit nicht leicht, wir alle müssen Masken tragen. Wichtig ist, dass wir Rennen fahren können. Es ist ja jetzt schon 10 oder 11 Monate her, dass wir das letzte Rennen gefahren sind. Eine lange Zeit. Und deshalb bin ich froh, hier zu sein und dass es jetzt losgeht. Der tschechische Local Hero würde zu gerne hier mindestens ein Rennen gewinnen und nach Möglichkeit auch als Gesamtführender aus Most abreisen. Dagegen haben aber einige Konkurrenten etwas einzuwenden, wie zum Beispiel der letztjährige und insgesamt sechsmalige Europameister Jochen Hahn. Das Team Hahn Racing tritt mit bewährter Iveco-Technik an. Über den Winter hat die Mannschaft dem Truck ein neues Kleid, ein neues Design verpasst. S-Way heißt es, dass natürlich vom Mann mit der Startnummer 1 in der Rennversion gefahren wird. Mit komplett neuem Team startet dagegen der Ungar Norbert Kiss in die Saison 2020. Revesh Truck Racing Team, so heißt die Mannschaft, die mit einem MAN-Renntruck aus dem Fundus von Sascha Lenz die kommenden Rennen angeht. Norbert Kiss also nicht mehr mit Mercedes zusammen. Das war ja alles etwas vage in der Vergangenheit. Wir wussten nicht genau, was im Mai, Juni, Juli passiert. Das war schlimm. Bezüglich unserer Sponsoren und auch fürs Team. Die Planungen für unser Team waren ganz schwierig, aber jetzt bin ich froh, dass wir hier sind. Die Marke Mercedes also weg, Tankpool 24 aber nach wie vor in der ETRC mit dabei. Steffen Faas, der Deutsche aus Baden-Württemberg, hat mit dem Mindener Unternehmen zusammengespannt und sich nach einem Jahr ETRC-Pause über die vergangenen Wintermonate fokussiert auf diese Saison vorbereitet. Da war schon klar, wo wir 2018 gefahren sind. Es hat man einfach mal getestet, wie kommt man da dran, wie läuft das im Truck. Und der Trucksport ist halt doch sehr interessant und macht sehr viel Spaß. Und natürlich war der Wunsch da, auch da den Perfektionismus, wo wir halt im KTM hatten, mit in den Trucksport reinzubringen. Und aber auch die Leidenschaft von den Trucks. Weitere neue Gesichter im Fahrerlager. Zum einen Clemens Hecker, der Chef eines Familienunternehmens in der Zement- und Natursteinindustrie im Westfälischen. Anröchte will die komplette Saison starten. Des Weiteren Lukas Hahn, Sohn von Jochen Hahn, in Most als Race-by-Race-Driver eingeschrieben. Für den 22-Jährigen ist es eine Lernsaison. Und vielleicht wird er auch beim Saisonfinale im italienischen Misano nochmal mit dabei sein. Man muss jetzt erstmal die ganze Erfahrung als Sammler alles aufsaugen und einfach gucken, dass man dann konzentriert und fokussiert natürlich nach vorne guckt und sich stets halt immer verbessert. Und last but not least gibt's auch beim Team Bugira gleich zwei neue Gesichter. Der Franzose Theo Calvé hat sozusagen den Platz von Olly Janes eingenommen, startet im Promoters Cup, der in diesem Jahr offiziell Goodyear Cup heißt. Dazu kommt Alia Kolodzch, 16-jährige Tochter des Bugira-Teambesitzers Martin Kolodzch. Alia hat speziell in Most unzählige Testkilometer abgespult und ist damit also zweite Frau im ETRC-Feld neben Steffi Halk. Und wie man in Most im Racetruck eine möglichst schnelle Runde in den Asphalt brennt, das weiß keiner besser als Adam Latzko. Hi, my name is Adam Latzko and welcome here in the Most. Hallo, ich heiße Adam Latzko. Willkommen in Most.
Ich werde Ihnen eine Runde aus dem letzten Jahr zeigen, mit mir und Jochen vor mir auf der Rennstrecke von Most. Okay, we go. Okay, los geht's. Now we're coming for start and finish straight. Wir beginnen auf der Start- und Zielgeraden. Die ist hier sehr lang in Most. In diesem Moment haben wir 160 km/h drauf und wir haben trotzdem Zeit, uns umzusehen und unser Armaturenbrett und alles zu überprüfen. Hier müssen wir 100 Meter vor der Kurve anfangen zu bremsen. Runterschalten, rechts, links, bin etwas zu lange auf der Bremse und jetzt schalten wir hoch, achter Gang. Das sieht aus wie eine Gerade, aber es ist nicht gerade, es ist eine lange Linkskurve, aber wir fahren immer mit Vollgas durch. Wieder 160, voll bremsen, ohne zu schalten, nach links, ganz in der Nähe der Curbs, dann die Bordsteine rechts, Vollgas. Rechts die Bordsteine, links die Bordsteine und wieder hart bremsen. Hier ist es eigentlich nicht möglich, jemanden zu überholen. Dies ist ein sehr wichtiger Kurvenausgang. Wieder die Gerade bergab und nach einer sehr schnellen Kurve wieder bergauf. Das hier ist die Kurve, wo man an jemandem vorbeifahren kann. Hier der schnelle Rechtsknick. Sehr wichtig, ohne den Strafmarker zu berühren. Jetzt kommen wir zu der Ecke, die Matador heißt. Eine Rechtskurve. Und hier ist es möglich, jemanden zu überholen. Rechts, Vollgas, links. Und wieder müssen wir uns auf den Kurvenausgang konzentrieren. Und dann geht es hier auf diese Rechtskurve hin. Jetzt kommt der Ort, an dem es auch möglich ist, jemanden zu überholen. Aber in dieser Runde komme ich nicht an Jochen vorbei, weil er schon so weit weg ist. Dann wieder voll runterbremsen aus 100 Metern. Rechts, geradeaus und dann die letzte Kurve auf dieser wunderschönen Strecke in Most. Nochmal voll rechts rum und schon kommen wir nach dieser Runde wieder ins Ziel. Danke, ich hoffe, Sie haben die Runde in Most mit mir genossen. Samstagvormittag, Qualifying-Zeit, der erste ernsthafte Kräftevergleich. Und bei trockenen Bedingungen macht einer mit Bestzeit auf sich aufmerksam, den wohl nur die Insider auf der Rechnung hatten. Norbert Kiss. Der Ungar scheint mit seinem neuen, alten MAN-Truck von Sascha Lenz hervorragend zurechtzukommen und stellt den roten Racetruck mit der Startnummer 40 auf die Pole Position für das erste Rennen. Kiss ist gut 1,5 Zehntelsekunden schneller als Jochen Hahn. Der Titelverteidiger wird in diesem Zeittraining Zweiter. Auf der 3 Sascha Lenz und nur auf Rang 4 Adam Latzko, der sich ganz bestimmt mehr erhofft hat. Glückselig dagegen und zufrieden Norbert Kiss nach der Superpole. Das freie Training lief schon ganz gut, das Zeittraining war dann nochmal besser. Ich freue mich über das Resultat und bin glücklich, auf Startplatz 1 zu stehen mit dem neuen Revesh Truck Racing Team. Ich bin echt dankbar gegenüber meinem Team. Die haben hier einen tollen Job gemacht. Rennen 1 der neuen ETRC-Saison 2020. Startaufstellung in Most auf dem gut 4 Kilometer langen, anspruchsvollen Kurs. Der Ungar im roten MAN-Truck, also in Reihe 1, auf der besten Startposition. Das wird bestimmt schwierig, der Start und dann die ersten beiden Kurven. Aber ich hoffe, dass ich vorne bleibe, werde mein Bestes dafür geben. Neben Norbert Kiss in Reihe 1, Jochen Hahn im neu designten Iveco S-Way Racetruck. Der Champion des vergangenen Jahres, der in 2019 13 von 16 Superpoles ergattern konnte, haderte ein kleines bisschen mit seiner Leistung. Zeittraining, Reihe 1, top. Zeittraining wäre vielleicht ein Ticker mehr drin gewesen, aber ich bin mega happy, ich stehe vorne und jetzt fahren wir Rennen. In Reihe 2 Sascha Lenz mit seinem neuen MAN-Truck in neuem Design. Und daneben Adam Latzko, der Tscheche im Bugira Freightliner, wie gewohnt mit der Startnummer 55. Reihe 3, fünfte Position, Steffi Halm, die Deutsche vom Team Schwabentruck im Iveco.
Und auf Position 6 neben mir der Franzose Anthony Janjek mit der Startnummer 66 im gelben Lion Truck. Die Vorfreude groß bei den Zuschauern, insbesondere natürlich bei den tschechischen Adam Latzko-Fans. Der Start: Norbert Kiss auf der Innenseite an der Boxenmauer, daneben Jochen Hahn. Onboard mit Latzko, direkt hinter ihm der Franzose Janjek. Das Feld der 15 Trucks quetscht sich durch die ersten beiden engen Kurven. Und die Top 4 sind sich einig, können sich gleich etwas absetzen vom Feld. Plötzlich aber rote Flagge in Most. Anthony Janjek hat's erwischt. Der Lion Truck Pilot steht hier mit deutlich sichtbar vorne beschädigter Aufhängung in der Wiese. Onboard bei Janjek, der sichtlich Probleme hatte, seinen Truck zu beherrschen. Der Ursprung des Defekts an der Vorderachse beim Franzosen liegt aber in einer Berührung zwischen ihm und Steffi Halm hier in der Kurve zwischen Turn 1 und 2. Second corner with Steffi. Ja, in Kurve 2 war Steffi plötzlich da, wir haben uns leicht berührt. Meine Aufhängung vorne ist kaputt gegangen und ich wollte zwar weiterfahren, aber das war nicht möglich. Janjeks Truck hier am Haken, keine Chance für den Franzosen, auch beim Restart wenig später dann dabei zu sein. Der zweite Start, erneut Kiss vorne, daneben Hahn. Und dieses Mal bleibt Sascha Lenz vor Adam Latzko. Also keine Veränderungen auf den ersten vier Startpositionen. Dann schauen wir rein ins Cockpit bei Antonio Albacete, der Spanier, Zeuge des Crashs zwischen Steffen Faas im Scania mit der 24 und Lukas Hahn im Iveco mit der Startnummer 22. Faas erhält nachträglich eine 30-Sekunden-Strafe und Lukas Hahn hat mit einem Plattfuß hinten rechts zu kämpfen. Kein toller Auftakt für ihn dieses Wochenende. Dann Mitte des Rennens. Norbert Kiss schon rund 4 Sekunden enteilt. Jochen Hahn kämpft gegen Sascha Lenz. Und dahinter dann Adam Latzko. Runde 9 auf den Positionen 7 und 8. Der Kampf zwischen Faas und Jamie Anderson. Anderson geht vorbei, übernimmt Rang 7 und die Führung im Goodyear Cup. Nach 11 Runden insgesamt gewinnt Norbert Kiss. Start-Zielsieg für den Ungarn, den Champion von 2014 und 15 vor Jochen Hahn und Sascha Lenz. Große Erleichterung bei Kiss, der sich über seinen ersten Sieg in einem ETRC-Hauptrennen freut seit dem Auftaktwochenende vergangenes Jahr im italienischen Misano. Der Pokal für Platz 1 wartet auf einen verdienten Sieger, Norbert Kiss. Rechts und links die beiden deutschen Fahrer Jochen Hahn auf 2 und Sascha Lenz auf der 3. Das Ergebnis des Saisonauftakts in der ETRC im Überblick. Und schauen Sie bitte mal auf Rang 8. Alia Koloc, die 16-jährige Tschechin, startet somit in Rennen 2 von der Pole Position. 13 Trucks platziert in Rennen 1. Theo Calvé leider nicht im Ziel. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt wieder Rennen fahren konnten. Wir sind wettbewerbsfähig, haben eine Pole Position geholt und auch noch einen Sieg auf einer Strecke, die eigentlich gar nicht so zu meinen Favoritenkursen zählt. Naja, egal, ich bin happy. Jochen Hahn zwischen Rennen 1 und 2 grübelt dagegen wohl noch etwas über den Abstand von rund 7 Zehntel auf Kiss pro Runde. Im neuen Iveco S-Way scheint noch etwas Potenzial zu stecken. So, es freut mich wahnsinnig, euch den 2020er Iveco S-Way vorzustellen. Von außen denkt man, hoppla, ist ein neuer Renntruck. Nein, das Gewand ist neu, das Design ist neu. Aerodynamik wäre das falsche Wort. Natürlich sieht es sehr aerodynamisch aus, aber ist bei uns verboten im Reglement. Somit haben wir das Design neu gestaltet, zusammen mit dem Chef-Designer in Italien. Und das ist dabei rausgekommen. Für mich ist es der ansprechendste Renntruck ever, wo ich gefahren habe. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass er den gleichen Speed wie 2019 und 2018 hat und wir
nichts verschlimmbessert haben, weil man immer wieder versucht, alles zu optimieren und ja, zu verändern. Manchmal geht es nach hinten los. Hier, denke ich, haben wir was geschaffen. Ja, schauen wir mal auf die Seite. So, ich komme natürlich von ganz weit unten, weil ich im Verhältnis zum Renntrag sehr klein bin. Im Innenraum hat sich sehr wenig verändert. Wir haben natürlich Reglementänderungen auf 2020, die sind eingeflossen. Hauptsächlich dreht es sich um Sicherheitsmerkmale. Ansonsten ist mein gewohntes Umfeld, wo ich mich wohlfühle und ja, wo man einfach angasen können und hoffentlich Rennen gewinnen. Wir haben gefiebert, wir haben alle eigentlich die Pandemie gut überstanden, wobei sie ist noch da. Und die Frage ist heute, wie können wir Motorsport machen mit der Krise? Krise ist falsch, mit der Pandemie, mit Corona. Ich denke, mit der FIA gemeinsam und dem Promoter haben wir gute Lösungen erschaffen, für die Fans da zu sein, Rennen zu fahren. Und da freuen wir uns jetzt drauf mit dem neuen S-Way. Wir sind dabei. Bis bald. Rennen 2 in Most. Der Pace Truck von Mercedes ist bereit und auch Alia Kollatsch. Dank der Reverse-Grid-Regel steht sie auf der besten Startposition. Neben ihr René Reinhardt. Das Duell in Reihe 1 lautet also Youngster gegen Routinier. Yes, I'm very happy. Ja, ich bin wirklich froh und bin extrem nervös, von der ersten Position zu starten. Hoffentlich geht alles gut. I'm happy. In Reihe 2 Jamie Anderson auf Position 3 und Steffi Halm daneben auf Rang 4. Britisch-deutsches Duell, also hier MAN gegen Iveco. Und dahinter dann die Top 4 aus Rennen 1 mit Adam Latzko auf Position 5. Alle Daumen werden gedrückt und auch Fahnen geschwenkt für Adam Latzko, den Mann mit den meisten Fans hier im Most. Der Start. Kollatsch, die 16-jährige Tschechin, innen an der Boxenmauer kommt gut weg. René Reinhardt daneben zuerst etwas leicht zurück. Dann beide gleich auf beim Anbremsen hin auf den ersten 90-Grad-Rechtsknick. Da macht sich dann doch die Erfahrung von René Reinhardt bemerkbar. Etwas später gebremst, den Truck besser ums Eck rumgebracht. Und schon ist der Mann im Iveco mit der 77 vorn. Klarer Vorsprung von Reinhardt nach einer halben Runde. Dann Kollatsch, die Latschko im Nacken hat, macht brav Platz für ihren schnelleren Teamkollegen hier. Und der ganze Zug hängt sich dran. Erst Steffi Halm, dann Lenz vorbei, dann auch Norbert Kiss und schließlich versucht's auch Jochen Hahn. Der aber wird von der jungen Pilotin übersehen. Die Tschechin wird aus der Kurve rausgetragen und schickt Jochen Hahn in die tschechische Wiese. Und ganz vorne, da rutscht René Reinhardt auf eine Ölspur aus, schießt geradeaus ins Kiesbett. Latzko schafft es gerade so auf der Strecke zu bleiben, Halm dagegen nicht. Sie fliegt ebenfalls ab. Dann hinten beim Anbremsen hier auf die vorletzte Kurve, da war eine Ölspur oder eine Dieselspur und keine Flagge, die gezeigt wurde, irgendwas, hab ich nicht gesehen. Und bremse an und abstehende Räder und komplett raus ins Kiesbett und da war das Rennen gelaufen. War ich dann auf der letzten Position und dann ja. War's das? Ich hatte nicht gesehen, dass René sich schon vertan hat, weil ich direkt hinter Adam war und konnte dann einfach nicht mehr reagieren. Ich bin zwar nicht ganz so weit rausgeflogen wie René, aber habe dann trotzdem einige Positionen verloren. Ja, war sehr schade, aber war mein Fehler. Und Alia Kollatsch muss in Runde 2 dann ihren weitwunden Bukira Freightliner abstellen. Reifenschaden nach dem Kontakt mit Jochen Hahn zwingt zur Aufgabe. Ich glaube, ich habe mit Sascha gekämpft. Er hat mir eben gesagt, dass er mit seinem Hinterrad meinen Reifen berührt hat. Das hat mir den Plattfuß beschert und dann habe ich auch noch Hahn rausgedrückt. In Runde 5 geht angesprochener Jochen Hahn an Jamie Anderson vorbei, übernimmt Position 4 vom Briten. Und am Ende, nach 11 Runden, gewinnt Adam Latzko sein Heimspiel ganz knapp vor Sascha Lenz und Norbert Kiss. Tschechischer Sieg also in Most. Die wenigen Fans, die Corona-bedingt dabei sein durften, vollauf zufrieden mit ihrem Lokalmatador.
Ja, hier ein Rennen zu gewinnen, das ist schon ganz schön für mich, fürs Team auch und natürlich auch für die tschechischen Zuschauer, die ja hier das Heimrennen sehen. Das ist natürlich immer das Beste, wenn du auf deiner Hausstrecke gewinnst. Auf dem Podium also Adam Latzko, Sascha Lenz und nicht etwa Norbert Kiss, sondern Jochen Hahn. Der Ungar hat nämlich eine 10-Sekunden-Strafe erhalten wegen Overspeedings, fällt dadurch im Ergebnis zurück auf Rang 6. Das Ergebnis im Überblick: Lukas Hahn, der Gaststarter, sensationell auf Rang 7, knapp vor Albacete. Schwieriger Auftakt insgesamt für den Spanier und René Reinhardt 14. und letzter nach seinem Ausritt durchs Kiesbett. Das neue Vorausfahrzeug wird in dieser ETRC-Saison von Iveco gestellt. Der Iveco S-Way NP, ein Truck von der Straße, der mit umweltfreundlichem Gasantrieb sowie der damit verbundenen Mautbefreiung punkten kann. Die Technologie ist jetzt wirklich ready. Wir sind in der zweiten Generation und wir freuen uns wirklich, dass wir das Fahrzeug hier zeigen können. Viele Kunden kommen auf uns zu, die nie Iveco gefahren sind, die Wettbewerber gefahren sind und sind total begeistert. Und die sind einfach clean, sind leise und genauso powerful wie ein Diesel. Und wir haben den ersten Schritt jetzt gemacht und wir werden das sehen über die nächsten 2-3 Jahre. Das wird unwahrscheinlich Fahrt aufnehmen, das Thema. Sonntagmittag in Moss, dunkle Wolken am Himmel über Nordböhmen künden Regenschauer an, die pünktlich zum Rennen auch kommen und die Strecke unter Wasser setzen. Extrem schwierig die Bedingungen und fast unlösbar die Aufgabe im Rennen für die ETRC-Piloten, ihre 5,3 Tonnen schweren Renntrucks. Wie immer mit den Goodyear Semi-Slicks unterwegs, auf der Strecke zu halten. Die Rennleitung entscheidet Abbruch. Ich denke, grundsätzlich ist es möglich, bei Regen zu fahren, aber wir müssen warten, bis es aufhört und das ganze Wasser vom neu asphaltierten Teil der Strecke weg ist. Dann müsste es eigentlich möglich sein. Rund 2 Stunden dauert's. Dann gibt's den zweiten Versuch, das dritte Rennen zu Ende zu fahren. Die erste Runde noch unter Gelb. Norbert Kiss, der Polesetter, Anfang Runde 2 schon mit einem kleinen Abstand zum zweiten. Sascha Lenz, dann Jochen Hahn und alle anderen. Wie schlecht die Sicht ist, zeigt die Heckperspektive von Steffi Halm, die den Franzosen Jacques hier im Nacken sitzen hat. In Runde 3 geht Adam Latzko Ende Startziel an Jochen Hahn vorbei und übernimmt Position 3, der Tscheche also auf Podiumkurs. Runde 5. Anthony Janjek immer noch auf Rang 6 hier hinter Halm, setzt an zum Überholen und geht beim Anbremsen auf Turn 1 neben die Deutsche. Ist danach auf der besseren Seite. Janjek auf Rang 5, Halm nur noch auf Position 6. Dann kurz vor Ende, vorletzte Runde. Sascha Lenz holt urplötzlich auf Norbert Kiss auf. Der Ungar scheinbar mit Problemen, wird hier von Lenz und sogar von Latzko überholt. Der Grund? Ein technisches Problem am MAN-Truck. Ich glaube, eine Bremsscheibe ist gebrochen, vorne links. Damit war es dann eine echte Herausforderung, nicht abzufliegen. Also, ich meine, selbst verschuldet. Die letzte Runde, Sascha Lenz in seinem grün-schwarzen MAN-Truck in Führung. Latzko auf Rang 2, die letzten beiden Kurven. Mit Fiebern an der Boxenmauer. Aber Sascha Lenz schafft's, feiert seinen ersten ETRC-Sieg in einem Hauptrennen. Große Freude beim Team und, na klar, auch beim Mann, der so lange darauf hingearbeitet hat. Trotz Regen Sascha Lenz auf Wolke 7. Ich habe mein Bestes probiert, war auch relativ gut unterwegs, zügig unterwegs, hatte am Anfang keine Chance gehabt gegen Nobby. Nobby konnte am Anfang früher wegfahren. Ich habe keinen Fehler gemacht, wir sind die ganze Zeit auf der Strecke geblieben und das ist das Einzige, was zählt. Ich habe gewonnen und 20 Punkte sind uns.
Das Ergebnis des dritten Rennens, das aufgrund des Regens auch das letzte des Wochenendes sein sollte, Lenz vor Latzko und Kiss. Der Ungar konnte sich trotz defekter Bremsscheibe als Dritter ins Ziel retten. Jamie Anderson, der Zehntplatzierte, übernimmt mit 3 Podiumsplätzen die Führung im Goodyear Cup. Toller Erfolg für Sascha Lenz, der in Most insgesamt 3-mal auf dem Podium steht, nach Platz 3 und 2 tags zuvor, jetzt also in der Mitte auf dem obersten Podiumsplatz. Und das i-Tüpfelchen dieses Sahnewochenendes von Sascha Lenz ist die Führung in der ETRC-Gesamtwertung. Der Mann aus der Nähe vom Nürburgring ist zum echten Siegfahrer gereift, die Top 4 innerhalb von 8 Punkten. Sascha Lenz hat also 41 Punkte und wird den Saisonauftakt 2020 im tschechischen Most so schnell ganz bestimmt nicht vergessen.